Hallo und herzlich willkommen zurück zu Timberborn. Ja, wir haben mal wieder ein kleines Problemchen. Und zwar habe ich festgestellt, dass meine ganzen Biber jetzt hier langsam hungrig werden und wir schon wieder nicht genug Nahrung haben. Ich weiß nicht, was das soll. Ich weiß nicht, was das soll. Ich schau mal eben hier oben. Da sind nicht genug drin. Hier ist gar keiner drin, hä? Da oben sind, hä? Da oben laufen sie doch rum. Aber er sagt mir trotzdem, dass ich hier keinen in der Holzfällerfahne habe oder sonst wo. Die laufen hier. Oh, einer ist gerade gestorben. Der ist verhungert, der Arme. Ui, ui, ui. Ja gut, ich kann denen aber auch nichts bringen. Das ist ja das Problem. Ich meine, gut, die haben jetzt sowieso sehr weite Wege. Das kommt jetzt auch noch hinzu. Aber ich kann denen, wie gesagt, auch nichts bringen. Das heißt, wir werden die nächste Dürreperiode auch unter den Bibern bekommen. Gehe ich mal von aus. Die Karotten brauchen, glaube ich, hier auch noch was. Ich kann es nicht sehen. Nee, Moment, die sind fertig. Wieso werden die denn hier nicht? Hallo, ihr könnt doch nicht einfach schlafen. Arbeitet hier mal ein bisschen. So geht das nicht. So. Die sind auf jeden Fall schon fertig. Keine Ahnung, warum die jetzt hier nicht weitermachen. Ich bin wirklich so kurz davor, hier noch ein zweites Haus reinzubauen. Aber das ist halt so verdammt wenig Platz, was ich da habe. Hier kann ich auch nicht wirklich viel nutzen. Also, ich sag mal, in meiner Hauptstadt habe ich nicht viel Platz zum Nutzen. Aber wir möchten das Ganze ja jetzt ein bisschen ausweiten. Ah, der Förster ist endlich gebaut. Sehr schön. Das heißt, die brauchen jetzt nur den Förster. Okay, nur einen noch auf der zweiten Wasserpumpe. Das ist Distrikt, ich habe keine Ahnung, ich glaube vier oder so. Genau. Da werden wir mal eben zwei aussenden. Die wahrscheinlich erstmal einen halben Tag brauchen, um überhaupt dahin zu laufen. Ja, wie gesagt, die Wege sind jetzt leider sehr, sehr lang. Und die sind schon da. Tatsache, er ist da, aber er arbeitet noch. Doch, jetzt arbeitet er. Ich wollte gerade sagen, aber er arbeitet noch nicht. Er hat noch keinen Bock dazu. Okay, dann würde ich sagen, dass wir tatsächlich anfangen. Das geht nämlich komplett hier rum. Ach, da müssten die aber Dynamit geliefert bekommen. Moment. Ich habe zwar nicht mehr so viele Routen übrig. Die brauchen Sprengstoff. Die sind ja von der ganz harten Sorte, ne? Die brauchen Sprengstoff. Ich würde sagen, ja, weiß ich nicht, 20 sollten reichen. Wo haben wir denn hier Sprengstoff da? 20 sollten reichen, so als Obergrenze. Und ich sag mal, das wird dann ja platziert. Und dann sollten sie in der Zeit, wo sie es platzieren, eigentlich auch schon wieder Neues holen. Was mir mal wieder sehr, 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 sehr wehtun wird, ist hier das Ganze jetzt abzureißen, ohne dass ich einen Nutzen davon habe. Nein, nur einen Streifen, bitte. Ja, was soll man dazu sagen? Ich meine, ich hätte es gerne anders, aber dazu hätte ich dann das cleverer machen müssen und das markieren sollen, dass der nur diesen Streifen als erstes hier wegmacht beim Förster. Und den Rest nicht. Und das habe ich leider nicht gemacht. Leute. Ich hätte es aber schon gerne, dass ihr das Ganze wirklich priorisiert behandelt hier. Hallo? Das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr mir das hier wegmacht. Und der Bereich soll ja angeblich auch da reinfallen. Ich glaube, die haben noch nichts davon gehört, dass sie da irgendwas abreißen sollen. Oder es liegt tatsächlich daran, dass jetzt hier... ach, wir haben noch gar keine... Gar keine Unterkunft für die Biber, sehe ich gerade. Machen wir hier mal einen Weg hoch. Und natürlich Häuser hin. Sollen wir das so machen? Ob das jetzt vorne oder ob das jetzt hinten scheiße aussieht, ist im Endeffekt, glaube ich, jetzt auch egal. So. Einmal das, einmal das. Da hat sich immer noch nichts getan. Das finde ich nicht gut.
Wobei wir. Nee. Ja, doch. Wir können theoretisch einen Teil. Einen Teil hier zumindest schon mal probieren. Ob man das da machen kann. Die Frage ist jetzt nur. Na, das ist genau aus dem Bereich raus. Wollt ihr mich jetzt veräppeln? Aber ich glaube, das reicht dann tatsächlich, wenn ich dann Fahrt hinlege. Hoffe ich zumindest. So. Den Pfad nach da. Treppe runter. Theoretisch müsste dann dieser Bereich frei werden. Es kann natürlich auch sein, dass ich jetzt hier noch einen Pfad anlegen muss extra. Das wäre nur ganz schön. Genau, wenn das jetzt hier ein bisschen priorisiert würde. Es macht mir aber auch ein bisschen Sorgen, dass die Bäume jetzt hier nicht direkt wegnehmen. So, also theoretisch würde das jetzt bis hier gehen. Praktisch, keine Ahnung. Wenn ich jetzt hier nochmal so eine Treppe hinbauen würde, oh, so dass ich sie sehe nach Möglichkeit, weiß ich nicht, ob mir das jetzt helfen würde, hier hinten den Bereich jetzt zu erweitern. Aber wir versuchen es natürlich trotzdem. Was natürlich alles irgendwo Schwachsinn ist, weil wir die ganzen Pfade und so brauchen wir natürlich dann demnächst gar nicht mehr. Ah, jetzt geht der... Aha. Jetzt geht er nach hier oben. Zumindest ein Teil macht er. Warum nur ein Teil? Warum kann ich jetzt die paar Bäume hier vorne nicht machen? Wollt ihr mich hier veräppeln? Ah, okay. Jetzt haben sie alle genommen, die keine Prio hatten, oder? Das ist jetzt noch der eine hier, der keine Prio hat. Nee, die haben einfach nur alle genommen. Das ist jetzt das, was ich nicht verstehe. Die in diesem Gebiet drin liegen. Und der Förster wird dann gar nicht gewertet, der ja eigentlich da drüber liegt, über das Gebiet. Ach, das ist tatsächlich, dass der hier... Nee, aber normalerweise müsste der hier... Wenn ich das rauszoome, müsste ich doch bis hier oder so dann noch... Ja. Wie machen wir das jetzt am besten? Können wir hier noch irgendwas hinbauen, eventuell? Um das zu erweitern. Brauche ich aber vermutlich sogar noch den Pfad dadurch. Was wäre denn hier zum Beispiel? Den hier wegnehmen. Gott sagen, da war doch gerade noch einer. So, in die Richtung. Dann theoretisch die wegnehmen. So. Vielleicht kann ich auch den Vater schon drüber legen. Ich weiß es jetzt nicht genau. Nee, kann ich auch schon drüber legen, okay. Oh nee, das nicht zu machen. So, und dann hoffen und bangen, dass das dadurch tatsächlich ein bisschen erweitert wird. Mir reicht es ja, wenn ich nur diese Bäume da wegkriege. Jetzt haben wir natürlich einen zu wenig, das ist wieder klar. Ja, dann ist es auch damit endlich drin. Oh mein Gott. Okay, dann machen wir noch einen... Ich hoffe, wir haben jetzt hier auch noch genug. Nach Distrikt 4. Der dann hoffentlich hier unten reingeht. Ja, perfekt. Und so wie es aussieht, sie arbeiten jetzt auch dran, das Ganze wegzumachen. Dann kann ich nur noch sagen, perfekt. Okay. Theoretisch würde das ja reichen, wenn ich das einmal so im Streifen mache.
Dann ist allerdings der Bereich hier natürlich alles weg. Die Frage ist nur, warum bekomme ich hier nichts? Sollen doch eigentlich Sprengstoffe geliefert werden? Sind aber noch immer keine da. Warum nicht? Warum haben wir keine Sprengstoffe, Leute? Ich habe 76 Sprengstoffe. Kommt ihr mit der Arbeit hier nicht nach oder was ist das Problem? Ach, ich habe hier nur. Oh Gott. Ist das euer Ernst? Ich habe hier nur ganz wenig drin und die sollen die ganzen Routen ablaufen. Ja, da müssen wir gucken, dass wir irgendwie 8 Leute hier reinkriegen. Oh je, oh je, oh je. Da bin ich mal gespannt. Ich behalte das hier. Ja, jetzt ist es natürlich auch noch Nacht. Ich behalte es jetzt trotzdem erstmal ein bisschen im Auge da. So, ich würde dann sagen, dass ich links schon mal damit anfange. Obwohl. Ah, Moment. Das können wir schon mal machen. Ja, egal. Okay. Das ist fast perfekt, weil das geht fast bis da oben hin. Wir könnten dann eventuell. Mal das noch ein bisschen nach oben ziehen, aber ich glaube, dann geht das höchstens so bis hier oder so, ne? Das Bauernhaus ist ja mit einer großen Reichweite, aber also trotzdem nicht so eine große Reichweite. Ich sehe hier nichts, so. Das ist jetzt das Äußerste, was ich quasi machen kann. Dann setze ich da eins hin. Und da eins hin. Wir machen das dann tatsächlich mal, dass wir zwei hinbauen. Natürlich jetzt auch wieder, ohne dass wir Leute hier haben. Oh je, oh je, oh je. Da müssen wir auf jeden Fall dann für die Zukunft schon mal mindestens einen so einen Tank hinstellen. Dafür brauchen wir dann aber Getriebe. Das heißt, wir müssten hier ebenfalls eine Route nochmal nach hier machen mit Getriebe. So. Da können wir dann aber auch sagen, Getriebe, weiß ich nicht, höchstens 25, sage ich mal. So, in 2,6 Tagen Dürreperiode. Machen wir mal kurz Pause. Ich hätte ja vorher ehrlich gesagt gerne noch Speicher hingestellt. Hier könnten wir zum Beispiel was hinstellen, dann sind die Wege natürlich ziemlich lang. Das ist das einzige Problem. Hier unten, das nutzen wir aber gar nicht mit den Büschen. Da würde ich schon fast sagen, dass wir die da hinstellen können. Ach doch, da ist ein kleiner. Naja, aber. Also erstmal. Sehe ich gerade, können wir hier oben dann auch noch mal Büsche pflanzen. Also Blaubeerbüsche. Der hier. Eigentlich könnte ich den nach da oben stellen und da noch mal Büsche pflanzen. Andererseits machen die paar Büsche hier jetzt noch so viel aus. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Weil ich brauche auf jeden Fall. Moment. Was ist das? Wollte ich gerade sagen, jetzt ist es doch komplett falsch rum. Ich brauche auf jeden Fall noch ein paar Tanks, dass wir dass wir das Wasser hier hinstellen können. Getriebe haben wir auf jeden Fall genug. Das heißt, das sollte der gleich durchballern, damit der Tank schnell da steht. Ja, dann würde ich sagen, den reißen wir ab.
Tut mir leid, du bist jetzt erstmal arbeitslos. Aber du bekommst sofort neue Arbeit. In dem. Oder Moment, wir haben hier oben sowieso zwei, oder? Sammler, Sammler. Ja, nee, dann denke ich mal mit zwei Leuten, das sollte eigentlich reichen. Dann reißen wir das hier soweit ab. Ja, machen wir das erstmal. Jetzt haben die natürlich alle Hunger. Ich versuche hier immer noch verzweifelt, was aufzubauen auf der anderen Seite. Wenn ich jetzt hier den Fluss rübersetzen würde. Könnte ich theoretisch alles hier bewässern und da jetzt auch noch mal Karotten anlegen? Haben sie immer noch nicht weggemacht. Das hier muss aber definitiv priorisiert werden. Ein bisschen haben sie schon reingemacht. Okay. Also, wir nehmen hier das Dynamit. Das machen wir dann aber vor dem. Eigentlich ist es ja egal, ob ich es jetzt oben oder unten mache, letztendlich. Wir machen das auf jeden Fall hier vor dem Tor. So bis hier rein vielleicht. Wenn die jetzt auch schnell hier hinkommen würden und hier arbeiten würden, würde das natürlich schneller gehen. Oder haben wir jetzt kein Dynamit mehr und alles wird jetzt nach drüben verfrachtet? Nee, 87 haben wir noch. Jungs, wir brauchen hier Arbeiter. Machen wir hier noch zwei rein. So. Die kümmern sich aber auch gerade nicht darum. Das ist natürlich schlecht. Ah, jetzt kommen sie endlich. So, dann. Das ist natürlich blöd, aber dann machen wir schnell den Pfad weg und das Dynamit hier noch rein. Das soll definitiv priorisiert werden. So, jetzt sind sie eh am Schlafen. Einmal sprengen. Hier einmal schnell bauen, damit sie auch wieder rüberkommen. So, perfekt. Ich meine, ich kann das ja später immer noch weiter rüberziehen, wenn es sein muss. Wovon ich ausgehe, dass das sein muss. Oder ich baue da hinten was anderes. Das weiß ich jetzt noch nicht. Obwohl hier hinten will ich ja eigentlich auch weitermachen. Also eigentlich müsste ich den tatsächlich noch machen. So, aber dann haben wir hier zumindest schon mal den Anfang und können schon mal ansatzweise bauen. Das ist schon mal sehr gut. Da machen wir dann auch den Pfad wieder zu. So, dann können die auch wieder liefern. Und ich würde sagen, ich würde sogar fast sagen, dass ich hier die Sprengung weitermache. Bis nach hier durch. Später dann so nach hinten hoch. Und dass ich mittendrin das so zumache, damit ich da. Obwohl, ich könnte ja rein theoretisch sogar hier diese ganze Strecke zumachen. Haha. Ich bin sowas von clever. Ich mache einfach die ganze Strecke zu, weil das Wasser kommt ja so oder so da durch. Und das wird dann mein Weg. Um dann zu dem Bauernhof zu kommen. Das können wir jetzt. Jetzt sind sie jetzt hier in der Nähe gerade? Nein. Dann sprengen wir schnell. Okay, gut. Oh, habe ich jetzt gerade schon gedacht, nicht, dass die jetzt hier. Oh, das ist ein bisschen blöd, dass das jetzt hier nicht weitergeht. Aber okay, das ist nicht so schlimm. Wie viel Dynamit haben wir noch? Immer noch 76.
Dann legen wir hier noch mal eine Stange an und gehen da hoch. Und ich hoffe, dass sie das mit dem Essen. Oh. Ich glaube, sie haben es nicht geklärt mit dem Essen bisher. Das ist natürlich schlecht. Die sind noch nicht gebaut hier. Eieiei, ich hoffe jetzt nur, dass die jetzt hier nicht auch noch hungern. Okay, die haben zumindest Wasser schon mal recht gut. Ich meine, gut, die Bäume halten ein paar Tage. Das Ganze geht zumindest bisher nur 3 Tage. Wir brauchen noch 4 Leute, die hier links hingehen. Wir haben hier tatsächlich kein Essen mehr. Oh je, oh je, oh je. Das ist in der Tat gar nicht gut. Jetzt gucken wir hier mal eben. Das passt doch normalerweise perfekt da rein. Dann machen wir nämlich da eine Treppe hoch. Obwohl, nee, oder? Ja, doch. Wobei. Ich bin schon wieder am Überlegen hier. Das kann man jetzt perfekt dahin machen. So. So. Und so. Da ist dann noch der Eingang dahin. Machen wir die Treppe so. Und den Weg so. Ist das kein schönes Gebilde? Ja, dann können sie sich zumindest selber fortpflanzen, damit sie dann hier den Bauernhof bauen können. Das ist doch schon mal was. Was ist denn mit dem jetzt gewesen? Der kann das hier alles machen. Okay. Hier haben, der kann auch hier alles machen. Das ist gut. Dann lassen wir den nämlich einfach hier so stehen. Und bauen offiziell schon mal. Die ganze Fläche ein. Es ist noch keiner da, es kann auch noch keiner bauen, aber damit ich das schon mal so ein bisschen markiert habe, zumindest. Okay. Wir warten auf das Wasser. 0,8 Tage. Wir haben nicht genug zu essen. Einige Biber hungern hier. Aber hier unten, was ist hier unten? Nee, das ist einfach nur markiert gewesen. Schade. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob das hier tatsächlich was bringt. Wir haben jetzt hier die Karotten, die immer noch nicht geerntet werden. Naja, gut, okay. Wir haben jetzt hier natürlich die Biber, die ernten. Hier, das ist gut. Hier kommen sie jetzt alle langsam durch. Das heißt, die haben jetzt durchgehend noch ein bisschen Nahrung. Und 0,3 Tage noch zu überstehen. Oje, oje. Hinten ist alles voll. Ist aber nicht so schlimm. Wir haben echt gut Holz. Wir haben sehr, sehr gut Holz, muss ich sagen. Ach so, hier wollte ich doch eigentlich schon mal anfangen und 2 Bauernhäuser bauen. Theoretisch könnte ich da oben hin bauen, aber. Ach, hier ist die Grenze. Ja, das ist ja so scheiße gemacht. Ah, machen wir erstmal ein Bauernhaus. Wobei, wir haben ja den Pfad noch gar nicht durchgezogen, ne? Das ist natürlich unheimlich wichtig, sonst machen die nämlich hier nichts. So. Jetzt ist gerade keiner da. Jetzt können wir mal ganz schnell sprechen. Ach so, die machen hier oben, glaube ich, nichts. Nee, das ist aber gar nicht deren Gebiet, streng genommen.
Aber es liegt gerade außerhalb von dem Gebiet hier. Okay, ja gut, dann verstehe ich das schon. Da habe ich jetzt einen Bauernhof. Das heißt, auf der Seite könnte ich jetzt theoretisch auch noch zwei bauen. Bauernhaus meine ich natürlich nicht, Bauernhof. Nach Möglichkeit so, dass das bis oben geht. So, einmal so, einmal so. Dann geht das so durch. Dann müsste der nämlich von oben wiederum sprengen können. Aber dafür brauchen die natürlich auch die Sprengladungen. Was ist denn hier eigentlich mit den Sprengladungen? Die haben sie noch nicht gemacht, ne? Jungs. Was ist denn hier? Ach, die ist gar nicht priorisiert und nix. Oh je. Haben die denn jetzt überhaupt Sprengladungen da? Oder haben wir jetzt keine Leute, die das Ganze geliefert haben? Da müssen wir gleich erstmal gucken. Dann könnte man nämlich rein theoretisch hier oben ja, wobei die brauchen wir dann, die mache ich mal als zweite Priorisierung hier. Die brauchen wir dann nicht unbedingt, aber die brauchen wir auf jeden Fall, weil sonst kommen wir da natürlich nicht durch. So. Problem ist nur, nicht verbundene Gebäude. Wieso ist das Gebäude nicht verbunden? Hä? Ach so! Nein! Ach, wieso sagt mir das denn keiner, dass ich da gar keinen Weg gebaut habe? Oh. Ich glaube, seit 3 Folgen oder so steht das Teil da unten und ich... Mir ist bis heute nicht aufgefallen, dass ich keinen Weg habe. Das ist doch echt nicht mehr normal. Ja, hier dieses Rad können wir eigentlich wegmachen, streng genommen, weil das bringt uns ja alles nichts hier. Oh, ich bin echt so selten dämlich manchmal. Ach, okay. Also, da oben haben wir noch ein paar Büsche. Hier ist noch ein bisschen was, was noch kommt. Hier haben wir Glück, die Kartoffeln kommen so langsam. Das ist schon mal gut. Ach so, haben wir jetzt eigentlich, da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Moment. Die Bäckerei haben wir, genau, die macht die Brote. Ja, ja, ja. Okay. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob ich die jetzt gebaut hatte oder ob ich sie jetzt nicht gebaut hatte. Gut, hier oben ist ja soweit schon mal alles. Haben wir denn hier auch? Wir haben auch 2 Gebäude drin, sehr schön. Und das war jetzt gerade die Erinnerung daran, dass ich meine Tochter abholen muss. Das heißt, wir werden jetzt noch ganz schnell, bevor ich wirklich ausmachen muss, hier die Karotten drauf pflanzen. In der Hoffnung, oder ich mache es mal so. So. In der Hoffnung, dass man die dann auch wirklich überall machen kann. Also, ob ich jetzt von oben oder von unten die hole, das ist mir ehrlich gesagt dann egal. So, das, da könnte ich ja theoretisch auch noch was machen. Das sind dann die restlichen. Das soll auch stehen bleiben. Und falls ich das irgendwie hinkriege, das dann abzuholen und so, mache ich mir hier auch noch welche hin. Ach so, da komme ich gar nicht ran eventuell, ne? Da müsste ich dann theoretisch ganz schnell noch einen Übergang machen. So. Wo ich bin ja wieder so saudämlich gewesen, natürlich dann auch einen Pfad drüber legen sollte, denke ich. Wobei die eigentlich auch hier links waren, soweit ich das mitbekommen habe. Das heißt, hier sind sie doch auch hochgegangen, oder? Bin mir jetzt nicht so sicher.
Aber ich mache trotzdem lieber mal einen Übergang drüber. So, ja, dann würde ich sagen, es tut mir jetzt leid für diesen schnellen Absprung heute. Aber ich muss wirklich los. Ich werde jetzt die Folge erstmal für heute beenden und hoffen, ja, dass wir in der nächsten Folge wieder mehr Leute kriegen, sehe ich gerade. Ich glaube, da sind noch ein paar verreckt an Hunger. Ich bin mir nicht so sicher. Ich mache hier mal einen kleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.